Herzlich willkommen und ein fröhliches Moin zu einer weiteren Runde Let's Play Gothic. Ja, das letzte Mal hatten wir uns hier im Haus von Combers ein bisschen umgeschaut. Und jetzt wollen wir noch einmal sehen. Hör doch mal auf, so komisch zu tanzen. Was wir ihm Gutes tun können. Ja, denn wir haben uns jetzt entschlossen, wir werden auf jeden Fall dem alten Lager angehören, weil wir Feuermagier werden wollen. Dafür müssen wir uns erstmal dem Guten hier anschließen. Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten. Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten. Warum denkst du, dass wir an deinen Diensten interessieren? Hey, das ist auch Diegos Stimme. Ich hab die Prüfung. Ich habe die Prüfung des Vertrauens bestanden und Torus sagt, ich bin ein guter Mann. Du wärst hier nicht lebend reingekommen, wenn das nicht so wäre. Ich hoffe, das war nicht schon alles. Nee, ich habe noch viel mehr. Ich bin viel in der Kolonie rumgekommen und habe gute Kontakte in allen Lagern. Das ist tatsächlich ein guter Grund. Zu wem hast du Kontakte? Zu einigen Baals aus dem Lager der Bruderschaft. Und? Zu Laris? Ja, doch. Zu Laris. Und? Einige Hehler? Ja. Zu einigen Hehlern im neuen Lager. Und? Zu Kor'Kalom. Und? Das waren schon alle. Das waren alle wichtigen. Beachtlich. Für einen Neuling, für dich. Du sollst deine Chance kriegen. Der wackelt aber schön. Heißt das? Heißt das, ich bin dabei? Oh, genau, 1000. Das heißt es. Du bist jetzt einer von uns, Kleiner. Alles Weitere wird dir Raven erzählen. Raven? Hallo, Raven. Hallo! Hallo! Wie steht der Erzhandel? Achso, das hatten wir schon. Die alte Mine spuckt genug aus. Ja. Yeah. Die letzte Lieferung aus der Außenwelt war ziemlich fett. Gomez sagt, ich bin dabei. Gut. Du kannst dich gleich bei deinem ersten Auftrag bewähren. Ja, wenn deine Verbindungen wirklich so gut sind, wie du sagst, solltest du keine Probleme damit haben. Was ist denn los? Was soll ich für dich erledigen? Wir stehen mit der Bruderschaft in Handelskontakt. Das bedeutet nicht, dass wir ihnen unbedingt vertrauen. Mach dich auf den Weg in den Sumpf. Boah. Wenn du dort im Lager bist, halte die Ohren auf. Alles, was du erfährst, kann für uns nützlich sein. Okay. Und je mehr du erfährst, desto besser. Das Ganze erfordert ein gewisses Feingefühl. Du weißt, was ich meine. Klar. Bleib ruhig. Ich werde ihren Zorn nicht heraufbeschwören. Ich wusste, dass du mich verstehen würdest. Komisch. Manchmal spricht er laut, manchmal leise. Wo bekomme ich bessere Ausrüstung her? Geh zu Diego. Er wird dir eine Rüstung geben. Damit wirst du nicht so schnell umgebracht und sie dient auch gleichzeitig als Ausweis. Hab ich nicht eine? Mit deiner neuen Rüstung solltest du hier überall hinkommen, wo du hin musst. Und wenn du Waffen brauchst, geh zu Skip. Er ist in der großen Scheune, hinten links, auf dem Burgplatz. Ja. Ein Zwischengericht brauche ich noch nicht. Und ich dachte... Nein, ich vermute, das ist einfach schon Kapitel 2... Wir schauen mal auf die Statistik. Oh, wir haben 36 Lernpunkte noch zu vergeben. Das machen wir natürlich, sobald wir es brauchen. Wir sind jetzt... Mädels, ruhig. Ich pack meine Waffe wieder weg. Soll ich mal meine Waffe auspacken? Ach nee, dass die wir gleich abhauen müssen. Ich wollte doch nur mal gucken. Wie es in meiner Rüstung steht. Wow, die hat sich verdreifacht. Das ist doch gut. Oh, wir haben vier Amulette. Ja, stimmt ja. Wir hatten ja ein bisschen geklaut letztes Mal. Und Schutz vor Waffen können wir noch ein bisschen steigern. Verbessern wir auch unsere Schutz vor Waffen. Genau. So. Jetzt sollen wir mal mit Skip reden und mit Dingens. Diego. Na, dann machen wir das doch gleich. Aber eigentlich wollte ich ja mal... Glauben, was man ja, werden. Wir reden nochmal mit Milton. Noch mal.
Ja. Alles senkrecht? Sei gegrüßt. Was machen die magischen Künste? Was machen die magischen Künste? Das ist nicht dein Belang. Okay. Lass mich vorbei. Entschuldigung, ihr hattet gerade eine Halbnackte zwischen. Nein, ist egal. Ich will ein Lehrling der Magier werden. So wie du. Ruhig. Koristo hat mich damals erwählt, weil ich eine besondere Sache für die Erzbarone erledigt habe. Ohne dass du etwas Herausragendes leistest, wird er dich nicht als Lehrling in Betracht ziehen. Du musst außerdem dem alten Lager angehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Koristo ein Mitglied eines anderen Lagers als Lehrling akzeptiert. Ja, gut, dann müssen wir halt erst was für Gommes machen. Wir sehen uns. Ja. Na gut, dann gehen wir erstmal hier gucken. Stone, der war doch so pumpig. Für Gommes. Gesundheit. Wir sehen uns. Ja, ist gut. Meine Güte, ist ein Choleriker. Hallo. Für Gommes. Für Gommes. Soll ich eine Waffe abholen? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Ja, dann zeig mal. Grobes Schwert, Richtschwert, Gardeschwert, Kampfschwert. 33 Schaden, das ist meine Axt ja besser. Oder? Nee, ist er nicht. Warte mal, da gucken wir erstmal, ob das wirklich so ist. Die Axt, 29,12. Wie viel haben wir denn? Stärke haben wir 15. Und Skip verkauft. Für Gommes. Ja, meinetwegen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Verkaufen. 29. Das Kampfschwert ist nochmal um 4 besser. Kostet aber auch ein bisschen. Andererseits muss ich nicht sofort Geld ausgeben. Denn immerhin... Und andererseits habe ich 2 Harnisch-Amulette gefunden. Die mir ordentlich Schotter einbringen. Ja, so. 600. Und dann Gardeschwert. Und dann ein bisschen Erz. So. Ups, das war zu viel. Schön genickt. Ja, machen wir das so. Dann wollen wir uns mal gleich ausstatten. Sieht sowieso viel besser aus. Das ziehe ich aber hier nicht an. Oder zücke es. Denn das finden die anderen nicht so entzückend. Oh. Mit meiner neuen Rüstung könnte ich ja nochmal versuchen, dem da drin einen aufs Maul zu hauen. Wir speichern erstmal unter der 10. So. Hier ist Scorpio. Entschuldigung. Wen haben wir denn da? Du bist doch der Typ, den ich getauft habe. Was willst du? Noch mehr Schläge? Na dann komm mal her. Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu stopfen. Ja, dann komm mal her, Bürschchen. Das ist geil. Hallo? Glück gehabt! Glück gehabt! Hä? Ja, ich will da mal hoch. Leute? Gut, ich stehe im Nichts. Was? Genau! Ich glaube, ich bin gerade in den Knast gefallen. Das war wohl ein Bug. Naja, das Spiel ist auch nicht perfekt. Gut, dann lade ich halt nochmal neu. Moin. Ach, jetzt darf ich hier auch rein. Ich glaube, ich... Boah. Noch einmal und du kannst was erleben. Ich glaube, ich lade lieber nochmal. Hör auf, mir in der Hose rumzufummeln. Danke für das Erz. Ich trinke einen auf dich mit. Das ist aber nett. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein.
Es ist heute Abend aber auch ein bisschen komisch. Ja, ich spiele heute Abend, sonst spiele ich immer morgens. Okay, ups, sorry. So, musst du gerade nochmal das Mikro richten. Wir gehen erstmal weiter. Es ist ja mitten in der Nacht. Wir reden erstmal mit Diego. Wo ist er denn? Da. Hallo. Für Gomez. Die Gesundheit. Oh, schwere Schattenrüstung. 1200 Erz. Die habe ich dabei. Aber wir gehen... Mach's gut. Ja. Aber wir gehen erstmal woanders hin. Wir gehen erstmal... Ich habe heute 500 neue. Nee, ich will auch nicht in seine Haut stecken. War doch klar, dass das Ärger gibt. Kann schon sein. Verlass dich auf jemanden und du bist... Ja, das hatten wir schon. So, wir sind immer noch im ersten Kapitel. Das heißt, die Monster sind auch immer noch genauso da, wie sie vorher auch da waren. Ich würde sagen, wir gehen erstmal, nachdem wir den Auftrag, die große Sache der Bruderschaft bekommen haben, auch erstmal zur Bruderschaft und gucken mal, ob ich da so ein paar Informationen aus denen herauskitzeln kann. Die planen bestimmt was. Bestimmt. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine bessere Rüstung. Wir haben uns für Schatten entschieden. Und da müssen wir erstmal durch. Die schwere Schattenrüstung werde ich mir erstmal aus Kostengründen nicht holen. Stattdessen... Halt. Wir gehen erstmal ins Sumpflager und gucken. Das speichere ich nochmal ein. Ich versuche die mal tot zu machen. Jetzt mit einer besseren Rüstung, einem besseren Schwert. Könnte es was werden? Mal gucken. Hallo? Oh, die sind aber schwer. Oh, noch einer! Boah, das waren 5 Varane. Muss sagen, dafür habe ich mich ganz gut abgerackert gerade. Ich dachte eigentlich, ich würde hier sterben, aber die Rüstung hat mich doch beschützt. Irgendwie ist das leichter geworden oder spiele ich einfach besser? Nicht. Nee, es ist unmöglich. So. Aber ich esse erstmal einen Happen. Wie ihr seht, ich habe bisher relativ wenig Lernpunkte ausgegeben. Das habe ich auch, eigentlich habe ich das meistens nicht gemacht. Aber ich habe mich dafür oft verskillt. Und ich will einfach, solange ich noch die Möglichkeit habe, nichts ausgeben zu müssen. Das ist ein Lurker. Die sind immer ein bisschen zu schwer. Scavenger, die gehen schon. Machen nebenbei noch ein paar Punkte. Ne? Habe ich jetzt einen in der Stufe 2 schon oder irgendwie? Merkwürdig. Habe ich eigentlich schon mal gespeichert heute. So. Achso, ich wollte ja... Jetzt habe ich gar nicht die Zeit gestoppt, wann ich angefangen habe. Ich weiß, da waren Pilze, die lasse ich einfach mal Pilze sein. Wow. Warte, ich habe gerade einen Stufenanstieg. Na, warte doch mal. Aha, mit mehr Rüstung tun sie mir auch schon nicht mal so viel weh. Das ist gut. Geil. Ich kann mich hier richtig durchmetzeln gerade. Das ist schön. Aber an Schattenläufer werde ich mich noch nicht rantrauen. Aber wo ich letztes Mal noch gestorben bin, gehe ich jetzt im Siegeszug noch einmal durch quasi. Da ist noch ein Molerad. So. Ja, komm her. Das sind alles Erfahrungspunkte, die nach dem Übergang zu Kapitel 2 nicht mehr da sind. Deswegen machen wir die schon mal jetzt. Oh, one hit. Hauptsache, ich finde hier keinen Schattenläufer. Hallo? Hallo? Bleib doch mal stehen. So, wir nehmen hier alles mal mit. Nee. Ja. Immer langsam die Damen. Machen wir eine kleine Kampffolge, ist auch mal schön. So. Das sind alles Erfahrungspunkte, die man sonst liegen lassen würde. Und die wollen wir natürlich mitnehmen, damit wir letztendlich auch leichtes Endspiel haben. Später.
Das dauert natürlich noch ein bisschen. Wir sind ja noch im Kapitel 1. Ich glaube, es gibt 5 oder 6 Kapitel. Also so ein bisschen werden wir auf jeden Fall noch zocken. Ja. Ist es ja gerade mitten in der Nacht. Ja, ja. Guten Tag, die Damen. Schön durchgemetzelt. So. Und so, was das alles an Fleisch bringt. Ich habe ja auch schon eine Menge davon gegessen. Okay. Nee, ich möchte nicht den Fluss runterschwimmen, da ist es nämlich böse. Und warte, alles geht. Ja, ja, nun warte doch mal. Sag mal. So. Jetzt können wir auch endlich mal den richtigen Weg durch den Wald nehmen. Und wir könnten es im Prinzip auch nochmal gegen Kirgo. Oder Kirgo? Oder. Naja, gegen die Marina versuchen. Immer das nächste Ziel. Ja, Moment, kommt ja jeder dran. So. Ja, ja, das funktioniert ja schon mal. Da hinten gehen wir nicht hin, das sind böse Wolfies. Die kriegen wir erst kaputt mit einer besseren Rüstung. Aber wir können das schon mal überspeichern. So. Ach, guck. Das Orkblatt habe ich gesehen, das muss ich unbedingt noch mitnehmen. Wieso hat der Wolf eigentlich nicht den Scavenger gehalten? Das war gerade mal ein Rätsel. Normalerweise bekriegen die sich doch immer. Na gut. Orkblatt, die Pilze. Ach doch, ich nehme sie doch mit. Ich glaube, wenn man 50 davon isst, kriegt man einen kleinen Mana-Bonus. Das war auf jeden Fall bei Äpfeln so. Ich sollte speichern. Hier ist noch irgendwo... Irgendwo. War hier noch. Irgendwo war hier noch ein Schattenläufer. So, jetzt sind wir auch bald schon da. Das ist die Abkürzung. Die geht auch ein bisschen schneller, wenn man sich nicht durchhacken muss. Oh, was war das? Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich aufnehme heute. Muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich 2 kurze Folgen. Normalerweise nehme ich aber stundenweise auf und schneide das dann ein bisschen hübsch. Okay. Moin. Ich brauche eine Rüstung. Tja. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Ja, das hätten wir früher machen können. Wir fragen jetzt mal Lester, vielleicht kennt der sich ja besser aus. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Einen Fokus. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Ja, okay, dann machen wir das doch mal eben. Der Schläfer möge dich behüten. Genau. Was? Okay, Kapitel 2. Jetzt sind die Monster weg. Oder neugespawnt oder andere. Da
Das war nochmal gut, dass wir durch den Wald gegangen sind. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist erstmal zum Händler laufen. Denn vielleicht hat der Händler neue Waffen. Manche lernen eben gar nichts dazu. Ja, das stimmt. Nur das tut ja nichts zur Sache, nicht? So, wo sind wir denn? Hier mal gucken. Hier mal eben über den Deich gelaufen. Dann mal gucken, was hier los ist. Hallo, du alte Darion. Ich will mit dir handeln. Gut. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Das passiert mir nicht nochmal. Oh, 1200 Erz. Steinbrecher, der ist natürlich geil, aber mehr als 15 haben wir gerade nicht. Morgenstern wäre besser als unser Schwert. Es gibt auch immer noch eine Reichweite bei den Waffen. Der Herrscherstab hat beispielsweise eine ganz lange Reichweite. Und können wir eigentlich was verkaufen? Ich will hier noch ein bisschen Erz aus der Tasche ziehen. Ja, hier die Becher, die können wir erstmal weg. Der ganze Krempel, den wir in der Burg aufgehoben haben. Was ist das? Kochlöffel? Behalte ich mal noch. Aus unempfindlichen Gründen. Die Felle und so, die behalte ich auch noch. Ich weiß, dass sie für irgendeinen Quest mal nützlich sein könnten, aber fragt mich jetzt nicht welchen, das weiß ich selber nicht mehr. So, dann machen wir mal den. Hä? Nee, also die wollte ich nicht. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. 6, 7, 8, 1, 2, 3. So. Naja, wenigstens ein bisschen Erz. Okay. Und dann zu Iberion, den hatten wir noch gar nicht gesehen. Hätten wir die Antwort bei Gomez gegeben, ich kenne Iberion persönlich, dann wäre er skeptisch geworden. Er hätte uns nicht geglaubt. Mehr sag ich nicht. Das hatte ich mich auch mal ausprobiert. Es kommt auch häufig auf die Texte an. Halt! Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Lester hat gesagt, ich darf durch. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren.